Hallo, was ich euch gleich erzählen werde, wird euch den Boden unter den Füßen wegreißen. Bevor ich loslege, muss ich erwähnen, dass mich ein Lufthansa-Techniker darauf aufmerksam gemacht hat und ich habe dann ein wenig recherchiert. Es gibt auf diesen Wahnsinn sogar ein weltweit registriertes Patent, was ihr selber im Internet einsehen könnt. Haltet euch fest, weil viele das schon zu oft gesehen und gehört haben. Die Einleitung ganz kurz. Am 12. Juni 2025 hob Flug AI 171 eine Boeing 787 vom Flughafen Ahmedabad in Indien ab. Es sollte ein Routineflug werden. Das Wetter war ideal und die Besatzung erfahren. Doch nur wenige Minuten nach dem Start schien das Undenkbare zu geschehen. Beide Triebwerke verloren scheinbar gleichzeitig ihren Schub. Kurz darauf folgte ein vollständiger Zusammenbruch der Stromversorgung an Bord. Das hochmoderne Flugzeug stürzte ab, eine Katastrophe, die fast 300 Menschenleben forderte. Unmittelbar nach dem Unglück wurde eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Ursache dieser Tragödie zu ergründen. Die vorläufige Analyse der Blackbox-Daten deutete auf einen simultanen Schubverlust beider Triebwerke hin. Auffällig war die Aktivierung der Ram Air Turbine, kurz RAT, unmittelbar nach dem Schubverlust. Die RAT liefert lediglich minimale Notstromversorgung, die für den normalen Flugbetrieb völlig unzureichend ist. Die Instrumente fielen aus, Pumpen stellten ihren Dienst ein und zahlreiche Systeme an Bord wurden dunkel. Es wurden keine offensichtlichen externen Ursachen wie Vogelschlag, Sabotage oder ein Brand festgestellt. Das Fehlen einer äußeren Einwirkung deutete auf ein weitaus komplexeres Szenario hin, das die Ermittler vor ein Rätsel stellte. Die Ram Air Turbine ist eine kleine Windturbine, die sich bei Stromausfall aus dem Rumpf ausfährt. Sie liefert Notstrom für kritische Systeme wie Hydraulik, Flugsteuerung und Funk. Bei der Boeing 787 ist die RAT Teil eines automatisierten Notfallprogramms. Sie fährt sich bei Erkennung eines vollständigen Stromausfalls automatisch aus. Dieser Sicherheitsmechanismus, eigentlich als Lebensretter konzipiert, könnte sich unter bestimmten Umständen in eine Gefahr verwandeln. Die Frage ist, wann und warum dieses System aktiviert wird. Die Kerntheorie, die sich in den Ermittlungen abzeichnet, ist ein sogenanntes Reverse Failure. Dies beschreibt eine Systemfehlfunktion ohne tatsächlichen physischen Defekt. Ein fehlerhafter Sensor oder ein Softwarefehler meldete fälschlicherweise einen Stromausfall oder Triebwerksausfall. Dieses falsche Signal löste die automatisierten Notfallprotokolle des Flugzeugs aus. Das System aktivierte die Notstromversorgung durch das Ausfahren der RAT, basierend auf dieser fehlerhaften Eingabe. Dies initiierte ein automatisches Notfallprogramm, das Stromkreise neu konfigurierte und nicht kritische Systeme abschaltete. Das System selbst versetzte das Flugzeug in einen nicht funktionsfähigen Zustand. Es handelte sich nicht um einen Ausfall, sondern um eine bewusste, wenn auch fehlgeleitete, Reaktion der Bordcomputer. Eine fatale Kaskade wurde in Gang gesetzt. Nach der Aktivierung der RAT verlor das Flugzeug fast alle primären Systeme. Die elektrischen Kraftstoffpumpen stellten ihren Betrieb ein und die Kraftstoffabsperrventile schlossen sich. Die Anzeigen der Flugsteuerung wurden schwarz, die Piloten verloren die Kontrolle über Schub und Trimmung. Ein funktionstüchtiges Flugzeug wurde durch eine Notfallprozedur unkontrollierbar gemacht, ohne dass physische Schäden vorlagen. Die Piloten sahen sich einer Situation gegenüber, die sie nicht trainieren konnten, da das Flugzeug scheinbar intakt war, aber nicht reagierte. Die Automatisierung hatte die Kontrolle übernommen und nicht mehr freigegeben. Ähnliche Systemfehlreaktionen traten bereits bei Air France 447 und den Boeing 737 MAX Abstürzen auf. Dort verschärfte die Automatisierung die Situation, anstatt sie zu entschärfen. Ein Boeing-Patent aus dem Jahr 2006, US 7142 971B2,
beschreibt ein System zur automatischen Umschaltung in den Notfallmodus, das die Pilotensteuerung außer Kraft setzt. Ursprünglich für Antiterrorzwecke konzipiert, könnte ein solches System unbeabsichtigt zur Gefahr werden. Ein Vorfall in Phoenix, Arizona, Anfang 2025 könnte ein Warnzeichen gewesen sein, bei der eine Boeing 787 am Boden stand, die unerwartet ihre RAT ausfuhr und die Notfalllogik aktivierte. Dies geschah ohne ersichtlichen Grund und war ein beunruhigendes Warnsignal. Vorläufige Leaks der Flugdatenrekorder deuten darauf hin, dass der Stromverlust dem Triebwerksausfall vorausging. Kraftstoffabsperrventile wurden ohne Brand- oder Schubverlust aktiviert. Die RAT fuhr aus, obwohl Batteriestrom verfügbar war. Die Piloten waren nicht in der Lage, die Kontrolle wiederzuerlangen. Diese Indizien zeichnen ein beunruhigendes Bild. Sie legen nahe, dass die Automatisierung nicht nur versagte, sondern aktiv zum Absturz beitrug. Die Frage ist, ob die Systeme so konzipiert sind, dass sie in bestimmten Szenarien die Kontrolle vollständig an sich reißen. Die Parallelen zu früheren Katastrophen sind frappierend. Immer wieder scheint die Komplexität der Software und die Hierarchie der Kontrollsysteme zu einer Falle zu werden. Die menschliche Schnittstelle wird dabei an den Rand gedrängt, bis es zu spät ist. Die Daten aus dem Flugschreiber von AI 171 könnten die endgültige Bestätigung dieser Hypothese liefern. Sie zeigen eine Abfolge von Ereignissen, die nicht mit einem mechanischen Versagen übereinstimmen. Stattdessen deuten sie auf eine interne, softwaregesteuerte Katastrophe hin. Die Tatsache, dass die Piloten keine Möglichkeit hatten, einzugreifen, ist besonders alarmierend. Es stellt die grundlegende Philosophie der Flugsicherheit in Frage, die den Piloten stets die letzte Kontrolle zusprechen sollte. Wenn die Automatisierung diese Kontrolle entzieht, entsteht ein gefährliches Vakuum. Vielleicht konnte daher der CVR Cockpit Voice Recorder auch nur noch aufzeichnen: "Das habe ich nicht getan." Und dann war der Strom weg, um weiter die Stimmen der Piloten aufzuzeichnen? Es geht gleich noch spannender weiter. Auch heute wieder 10 neue Abonnenten, die ich erwähnen möchte. Dies sind Homie16, Schnitzel Sammy, Rainer Becker, Kevin Becker, Mac the Family, DB Thomas Toby, Franz Joseph Peters, Thomas Wolf, Sonja Pupasa, Eileen 250. Danke für eure Unterstützung. Jeder Abonnent hilft, den Kanal größer zu machen. Dafür produziere ich dann immer bessere Videos. Bisher war es so, dass ich aus keinem Video irgendwo eine Bezahlung oder Spende etc. bekommen habe. Ich habe das nur für euch gemacht und eure Belohnung war, mich zu abonnieren. Und über einen Kommentar von euch freue ich mich natürlich besonders. Und nun geht's spannend weiter. Flug AI 171 könnte der erste bekannte Fall einer unbeabsichtigten Selbstabschaltung sein, verursacht durch Notfallautomation. Dieser Vorfall ist eine kritische Erinnerung daran, dass Automatisierung robuste Kontrollmechanismen erfordert. Fail-Safe-Systeme müssen Piloten die Möglichkeit geben, die Kontrolle wiederzuerlangen. Die endgültige Unfalluntersuchung wird die Gültigkeit dieser Hypothese bestimmen. Doch die Suche nach der Wahrheit hinter Flug AI 171 hat gerade erst begonnen. Es geht nicht nur um diesen einen Absturz, sondern um die Zukunft der Flugsicherheit in einer zunehmend automatisierten Welt. Die Implikationen dieser Theorie sind weitreichend. Sie stellen die Designphilosophie moderner Flugzeuge in Frage und fordern eine Neubewertung der Rolle von Mensch und Maschine im Cockpit. Die Balance zwischen Effizienz und Sicherheit muss neu justiert werden. Die Luftfahrtindustrie steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Es gilt, die Komplexität der Systeme zu beherrschen und sicherzustellen, dass die Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Die Lehren aus AI 171 könnten entscheidend sein, um zukünftige Katastrophen zu verhindern.
Die Diskussion über die Grenzen der Automatisierung und die Notwendigkeit einer übergeordneten menschlichen Kontrolle muss intensiviert werden. Nur so kann das Vertrauen in die Flugsicherheit wiederhergestellt und die Zukunft des Reisens gesichert werden. Die Welt wartet auf Antworten. Bevor ich das vergesse, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt unbedingt hier beim Video einen Kommentar, da könnt ihr mir so richtig die Meinung sagen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like und schreibt ebenfalls einen Kommentar, denn ich freue mich auf eure Kommentare. Aber unbedingt hier beim Video und nicht in Facebook oder WhatsApp. In allen drei Fällen solltet ihr zusätzlich den Abo-Button anklicken, denn nur so bekommt ihr mit, ob ich ein weiteres Video veröffentliche, auf das ihr schimpfen könnt oder das euch vielleicht gefallen wird. Aber ganz ehrlich, gar nichts zu machen. Das ist doch echt doof, nicht wahr? Also bis zum nächsten Mal.